steht es 1-1. Kann wieder dafür sorgen, dass Saarbrücken in Führung geht. Das Positive ist, wir werden dieses Spitzenspiel Kasseur gegen Leid. Irgendwie vom Schiri noch nicht umgeklappt. Wahnsinn. Ganz starker Ballwechsel hier. Viel zu hoher Rolle, danach noch nicht so viel vorgenommen. Aber bei dem Wetter ist das ja okay. Wenn wir hier noch ein bisschen zu ständig. Zwei leichte Fehler jetzt. Guter Spielzug. Das ist ganz schwerer Ball für Rufen. Variante hat gemerkt, okay, ich habe jetzt 4 Punkte in Folge verloren, 5. Ja, ich bin zu lang für ihn. Ah, stark jetzt wieder gelöst. Ja, das ist er jetzt auf falschem Posten gewesen. Ja. Oh, das tut weh jetzt. Ja, der Aufschlag. Den holt er noch. Aber spielt das sehr souverän zu Ende. Der Druck steht. Das wäre auch für Filos kein Problem gewesen, damit Noppen dann. Oh, starker Ball hier. Ja, wieder so ein Unterschied. Selbst mit langen Noppen. Zu drücken. Das sind jetzt ein bisschen Aufschlag. Jetzt schlägt er mit langen Noppen auf, Filos. Ja, und dann der Schnittwechsel. Wieder so ein toller Ball. Eigentlich auf Punkt zu gehen. Lässt auch wieder liegen. Und macht jetzt einen Fehler nach dem anderen. Es konzentriert Polanski, will gleich weiterspielen. Auch wieder. In die Rückhand bekommst du auch dementsprechend dann diese 5 Satzbälle. Vollendet hier, super mit der Rückhand. Ja, erwartbar einen Verlauf nehmen. Jetzt hat er noch Glück, jetzt wird es Timeout. Nochmal lang, ja. Aber liest wieder den Oh, starker Ball hier. Ach, wieder diese. Reich ist im Abwehrspiel und hat Polanski seine Probleme. Man kann es wieder. Da. Nee, nicht existent. Wenn man das sieht, bei Frank wirklich noch dran glaubt, dass er hier dieses Comeback schafft. Weil Rufen Filos spielt wirklich
Spot nehmen. Ja, Brauer nicht. Polanski vollkommen wieder mit dem von der Rolle im Rückschlag. Er zeigt's an. Ja, 7 Matchbälle und. Ja, er nutzt auch den ersten gleich. Klasse Leistung hier von Ruben Filus. Hat nichts anbrennen lassen. Wird immer stärker im Laufe des Spiels.